wie effektiv ist Thai-Boxen. Bevor es aber mit dem Video losgeht, wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Leuten mal richtig Danke zu sagen, oder nicht? Sind Sie blöd oder was? Für das Feedback im letzten Video. Dankeschön, dass ihr so zahlreich kommentiert habt und mir Feedback gegeben habt. Lasst uns nicht lange drum herum reden. Fangen wir gleich an mit dem Video. Dieses Video ist ein bisschen anders aufgebaut als das vorherige. Deswegen gib mir Feedback, welches besser ist. Okay, let's go. Das Muay Thai ist eine traditionelle thailändische Kampfkunst. Sie zeichnet sich durch den Einsatz von Fäusten, Ellenbogen, Knien und Schienbeinen aus. Muay Thai ist berühmt für seine Härte, Effektivität und die Vielseitigkeit im Standkampf. Es hat sich über Jahrhunderte entwickelt und ist heute einer der bekanntesten und am meist respektiertesten Kampfkünste weltweit. Wusstet ihr, dass Muay Thai auch bekannt ist als die Kunst der acht Glieder? Muay Thai ist besonders effektiv im Standkampf, was es zu einer bevorzugten Disziplin für viele MMA-Kämpfer macht. Die präzisen und kraftvollen Techniken bieten einen klaren Vorteil im Käfig. Viele MMA-Kämpfer integrieren Muay Thai in ihr Training, um ihre Schlagkraft, Tritttechnik und Nahkampffähigkeit zu verbessern. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass Muay Thai weltweit als wesentlicher Bestandteil des MMA-Trainings anerkannt wurde. Aber nicht nur die MMA-Szene hat einen Hype um Muay Thai ausgelöst, sondern auch diverse Filme. Hier sind einige der berühmtesten Filme, die dazu beigetragen haben, dass Muay Thai einen immensen Hype ausgelöst hat. Let's go! Bevor ihr mich aber jetzt in den Kommentaren auseinandernimmt, dieses Ranking ist nicht, welcher Film mir am meisten gefällt, sondern es wurde nach dem Release gerankt. Deswegen fangen wir gleich an. Let's go! Wir fangen mit einem Kultfilm an, und zwar mit Bloodsport. Ich glaube, jeder kennt den Hauptdarsteller. Es geht um Jean-Claude Van Damme. Obwohl Muay Thai nicht im Mittelpunkt stand, trug Bloodsport dazu bei, die Popularität verschiedener Kampfkünste einschließlich Muay Thai zu steigern. Der Film weckte das Interesse an exotischen Kampfkünsten und legte den Grundstein für spätere Filme. Wer hätte es gedacht, es geht weiter mit Jean-Claude Van Damme und der Kickboxer, der 1989 released wurde. Dieser Film brachte Muay Thai einem wesentlichen Publikum näher. Der Film stellt Muay Thai als tödliche und effektive Kampfkunst dar, was dazu führte, dass viele Zuschauer begannen, sich für das Training in dieser Disziplin zu interessieren. Anfang der 2000er wurde Ong Bak released und der Hauptdarsteller Tony Jaa revolutionierte die Darstellung von Muay Thai in der Filmwelt. Tony Jaa zeigte beeindruckende, realistische Kampfszenen, die ohne CGI oder Stunt-Double auskamen. Ong Bak machte Muay Thai international bekannt und sorgte für einen weltweiten Hype. 2005 war Tony Jaa in Tom Yung Wong zu sehen. Dieser Film, besser bekannt auch als The Protector, hat an Ong Baks Erfolg weiter angeknüpft und hat dazu beigetragen, dass die Muay Thai-Szene weiterhin einen Hype erlebt. Natürlich gibt es mehr Filme, die dazu beigetragen haben, dass Muay Thai einen Hype generieren konnte in der Kampfkunstszene und auch sehr viele Menschen dazu animiert hat, sich mit dieser Kampfkunst zu beschäftigen. Aber diese vier Filme haben meiner Meinung nach den größten Impact. Schreibt mal in die Kommentare, welche Filme haben eurer Meinung nach den größten Impact auf das Thai-Boxen gehabt. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen von Thai-Boxen in der Selbstverteidigung. Ich glaube, eines der besten Argumente sind die von eines Thai-Boxers. Und wenn ich meine, meine ich keine Wumme, sondern die acht Gliedmaßen, wie zum Beispiel Ellenbogen, Knie, Fäuste und Schienbeine, die sie als Waffen nutzen können, was eine große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Situationen bietet. Das intensive Training in Muay Thai härtet Knochen und Muskeln ab, was zu einer erhöhten Schlagkraft und Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe führt. Muay Thai ist besonders stark im Nahkampf. Das Clinchen ermöglicht es, den Gegner zu kontrollieren, seine Bewegungen einzuschränken und ihm Schaden zuzufügen, was in engen Räumen von Vorteil ist. Die Techniken von Muay Thai sind auf schnelle, kraftvolle Bewegungen ausgelegt, die einen Angreifer schnell neutralisieren können. Die Devise von Muay Thai lautet auch: Angriff ist die beste Verteidigung. Muay Thai fördert eine offensive Mentalität, die in einer Bedrohungssituation helfen kann, die Kontrolle zu übernehmen und den Angreifer abzuschrecken. Auch wenn Thai-Boxen drei der vier Kampfdistanzen abdeckt, ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Kategorien nicht abgedeckt, und zwar der Bodenkampf. Muay Thai konzentriert sich auf den Stand-Up-Fight und beinhaltet keine Techniken für den Bodenkampf. Muay Thai bietet wenig Schutz gegen bewaffnete Angreifer, was in einer realen Straßensituation ein erheblicher Nachteil sein kann. Die kraftvollen Techniken
können sowohl den Angreifer schwer verletzen, als auch den Verteidiger selbst gefährden. Muay Thai ist eine äußerst effektive Kampfkunst für die Selbstverteidigung und den Straßenkampf. Es zeichnet sich durch seine Härte, Vielseitigkeit und Effektivität im Straßenkampf aus. Die Popularität von Muay Thai wurde durch seine Integration in die Mixed Martial Arts Szene sowie durch zahlreiche Filme, die die Kampfkunst einem globalen Publikum näher brachten, erheblich gesteigert. Trotz der vielen Vorteile in der Selbstverteidigung gibt es auch einige Einschränkungen, insbesondere im Umgang mit dem Bodenkampf, bewaffnete Gegner und in unvorhersehbaren Straßenumgebungen. Um die Effektivität von Muay Thai in der Selbstverteidigung zu maximieren, kann es sinnvoll sein, mit anderen Kampfkünsten es zu kombinieren, die die Schwächen ausgleichen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Muay Thai seine Wurzeln in der traditionellen thailändischen Kampfkunst Muay Boran hat. Muay Boran ist der Ursprung von Muay Thai und umfasst eine noch breitere Palette von Techniken, die ursprünglich für den Kampf auf dem Schlachtfeld entwickelt wurde. Muay Boran dient als Grundlage, aus der sich das moderne Muay Thai entwickelt hat, das heute weltweit als einer der effektivsten Kampfkünste anerkannt ist. Falls ihr mehr zu Muay Boran erfahren wollt, schreibt es in die Kommentare. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ach ja, ich hätte fast das Ranking vergessen. Ich gebe Thai-Boxen von 10 möglichen Punkten 8,5 Punkte. Und für mich persönlich ist Thai-Boxen eines der effektivsten Systeme, die man im Stand-Up-Fight umsetzen kann. Deswegen ist Thai-Boxen eines der effektivsten Kampfkünste für mich, die man im Stand-Up-Fight umsetzen kann. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wie rankt ihr Thai-Boxen? Findet ihr Thai-Boxen effektiv? Und vor allem, was für mich wichtig ist, ich habe zwei Fragen. Möchtet ihr ein Video über Muay Boran? Und wollt ihr ein extra Video nur mit den besten, größten und vor allem den einflussreichsten Martial Arts Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dankeschön für das Feedback. Wir hören uns im nächsten Video. Ciao.